Hallo, schön bist du da. Kennst du die Problematik, dass du zu Hause das einiges automatisiert hast? Du hast Automation für Licht, für die Musik, für die Heizung, für Jalousien und so weiter. Und für alles hast du eine eigene App, wo du das Ganze bedienen kannst oder natürlich lokal auf dem jeweiligen Gerät oder Schalter oder was es ist. Aber die zentrale Funktion fehlt hier. Dazu habe ich dir nun die ideale Lösung. Was das Ganze ist, zeige ich dir gleich nach dem Intro. Bleib dran! Von was spreche ich? Ja klar, das ist dieses kleine Touchpanel hier, dass du frei programmieren kannst und dazu gar keine Programmierkenntnisse brauchst. Das ist ein M5 Stack Core 2. Das ist ein Touchpanel mit integriertem ESP-Prozessor und mit WLAN-Verbindung. Das kannst du somit in dein Netzwerk per WLAN integrieren und entsprechend frei programmieren. Das Ganze sieht so aus. Du hast hier auf der Seite USB-C-Schnittstelle, Power-Knopf, dann hier wäre ein Lautsprecher, SD-Karten-Slot, wenn du mit der SD-Karte was bauen möchtest und so weiter. Dann hinten hat es hier GPIO-Anschlüsse. Hier ist es gekennzeichnet, es ist ein ESP32. Prozessor verbaut mit 16 MB Flash und 8 MB PSRM. Dazu ist ein Akku verbaut, denn jetzt bin ich im normalen Akkubetrieb. Ich kann das Ganze auch als Fernbedienung nutzen. Kann jetzt herumlaufen, das so bedienen, was ich möchte. Und wenn ich es wieder laden muss, nehme ich einfach den USB-C-Anschluss und lade das Ganze auf. Entsprechend über USB-C oder über WLAN kann man das Ganze auch programmieren mit der Programmiersoftware. Ich habe hier auf dem Core ein Display mit 320 x 240 Pixel. Das ist nicht alle Welt, aber wie man sieht, kann man hier schon schöne grafische Sachen zeichnen und entsprechend die Funktionen hinter den Buttons hinterlegen. Unten hat es noch drei sozusagen fast Hardware-Touchpatten, die kann man auch frei programmieren und nutzen. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt nun mir diesen Core 2 auf meine Schalterabdeckung montiert und entsprechend kann ich das jetzt nun an der Wand einbauen. Da ist man völlig flexibel. Die Größe vom Core 2 ist 5,4 x 5,4 cm und passt somit auf jeden Hersteller von Schaltern. Ich habe jetzt hier einen Gira-Rahmen. Der ist so, das passt hier sogar perfekt rein, ist wie eingelassen. Und dann kann ich hinten ab hier das Ganze mit der Spannung versorgen. Oder ein anderes Modell. Auch hier passt er von der Breite perfekt hinein. Mit einem Blinddeckel hier oben und unten das Ganze schließen und dann habe ich das in der Wand schön eingebaut. Ich könnte auch noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze natürlich komplett versenken und so montieren. So in diese Richtung. Ne, der Rahmen passt nicht. Egal. Könnt das hier so einbauen und dann ist das Ganze schön flach. Wie man das Ganze verbaut, zeige ich dann in einem anderen Video. Jetzt in meinem Fall hier ist es von hinten mit 5 Volt gespeisen. Ja, ich bin frei.
wie ihr hier seht, mit dem Layout der Knöpfe, ob das runde, viereckige oder sonst was ist, ist dir überlassen. Man kann Bilder hinterlegen, Texte frei wählen. Wie man hier sieht, habe ich 14 Buttons auf dieser Oberfläche untergebracht. Passt perfekt. So, es hätten auch 15 Platz. Wenn ich die Knöpfe etwas kleiner machen würde, würde es sicher auch gehen, aber zum Bedienen ist der Komfort dann nicht mehr so gewährleistet. Ja, was kann der Core 2? Er kann verschieden programmiert werden. Das eine und das einfachste ist mit UI Flow. Das sieht dann so aus. Ich muss nicht programmieren können. Das ist dann die Software. Das ist das Programm. Auf der linken Seite kann ich designen. Ich habe hier das Werkzeug. Und auf der rechten Seite kann ich dann sagen, wenn der Button-Event hier Beispiel 0 ist, was dann passieren soll. Bei Button-Event 0 soll er mir einen HTTP-Request absetzen auf die IP mit dem jeweiligen Befehl. Und das kann ich jetzt bei jedem Button hinterlegen. Und somit mit dem Blockly-System, wo ich hier aufgezeigt habe, habe ich jetzt das Ganze programmiert. War sehr einfach und funktioniert entsprechend auch perfekt. Wie man das Ganze macht, zeige ich euch in einem anderen Video. Ja, Schnittstellen. Der Core 2 unterstützt HTTP-Requests, wie ich sie hier genutzt habe, um Jellies anzusteuern. Dann MQTT unterstützt er, UDP-Befehle auch als Server und als Client, Modbus-Befehle, CAN-Bus und so weiter. Oder auch die lokalen IO-Kontakte, die hinterlegt sind, kann man mit Button-Events entsprechend belegen und was machen. Er hat auch noch viele andere Schnittstellen mit Cloud-Dienst und so weiter. Ich könnte mir das auch als Touchpanel nutzen und entsprechend meinen weiteren Server ansteuern, wie Node-RED, auf Node-RED gehen zum Beispiel, IO Broker, OpenHub, Home Assistant oder sonst irgendwas. Und somit mir das Ganze automatisieren. Genau, ich bin mit dem Teil sehr zufrieden. Er macht seine Arbeit sehr gut. Man kann auch die Software verschieden laden auf dem Core 2, damit man es auch über Arduino programmieren kann, MicroPython oder .NET Framework, respektive das Nano Framework. Oder ich kann mir auch mittels der SD-Karte, die ich hier unten reinschieben kann, meine eigene HTML-Seite bauen und diese entsprechend laden. Und somit bin ich auch komplett frei, was die ganze Bedienung anbelangt. Kommen wir nun zur Live-Demonstration vom Core 2. Ich habe den Core hier im Wohnzimmer eingebaut, neben den Jalousie-Tasten. Das sieht soweit wunderbar elegant aus. So, er fällt nicht groß auf und ist somit das zentrale Element für die Steuerung hier vom Wohnzimmer geworden. Ich habe einerseits das Licht, das ich einschalten kann, im ganzen Wohnzimmerbereich. Ich habe mir jetzt hier unten rechts die Jelly Duo dahingelegt, damit man das besser sehen kann. Ich kann sie dann ausschalten, respektive kaltweiß, warm weiß oder eben aus. Ich kann mir hier
die Musik steuern, Lautstärke weniger, Musik ein, aus. Dann habe ich hier den Korridor, kann ich hier schalten. Dasselbe mit der Küche. Ich könnte die Jalousie fahren. Und dann habe ich mir hier unten noch die zentrale Funktion hinterlegt. Für einmal Hallo, wenn ich komme, kann ich die anwählen. Oder Bye, wenn ich die anwähle. Dann schaltet mir alles Licht aus, der TV wird ausgeschaltet, die Musik wird ausgeschaltet und somit habe ich mit einem Knopfdruck alles gleichzeitig ausgemacht. Oder wenn ich komme, kann ich sagen Hallo und dann geht mir hier auch wieder die Leuchte ein, das Licht geht ein, die Musik schaltet ein und so weiter. Und somit muss ich da nicht fünfmal drücken, sondern ich habe zentrale Funktionen. Und diese zentrale Funktionen sind alle ab dem Core 2U konfiguriert. Dann werden mehrere Befehle nacheinander geschaltet. Und somit ist das eine coole Sache und funktioniert einwandfrei und sieht sogar super elegant aus. Das war jetzt nun die Demonstration. Wie gesagt, man kann pro Button ein Event hinterlegen oder auch mehrere, wie ich es hier mit Hello und der Bye-Funktion gemacht habe. Dann kann man bis 3, 4, 5, 6 Funktionen hinterlegen. Einmal richtig MQTT über HTTP-Request oder UDP-Request kann man das eins nach dem anderen absetzen, kann es auch noch zeitversetzt machen, dass nicht alles miteinander geht und er arbeitet das sauber ab. Das funktioniert perfekt, somit zentrale Funktionen sind auch möglich, nicht nur Events. Ja, das war's vom Core 2. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie man jetzt das Ganze einrichtet, einstellt, wie ich es verkabelt habe. Das zeige ich euch in den weiteren Videos, die auf diesem Kanal verfügbar sind. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.